Hallo und wie schön, dass Sie sich eine neue Videos über Blumenbinden ansehen. Ich bin Kalei Türkös und ich bringe dir alles über Blumenbinden bei. Von nun an werden alle niederländischen Videos auch auf Deutsch online sein. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Ich werde dieses Video so gut wie möglich übersetzen. Wir machen ein Frühlingsstück. Ich freue mich schon darauf. Freuen Sie sich darauf? Dann gebt mir einen Daumen hoch und wir werden mit der Arbeit beginnen. Möchten Sie dieses Paket bestellen? Unten in der Beschreibung finden Sie einen Link, über den Sie das Paket bestellen können. Oder gehen Sie auf www.uonlinebloemist.nl. Wir liefern auch nach Deutschland. Wir arbeiten heute mit schönes Material in. Es wird ein Winterstück mit etwas Frühling sein. Es wird ein langlebiges Stück sein, denn Sie können sie jedes Mal aktualisieren. Sie können es auch an jedes Jahreszeit anpassen. Später ein paar Eier oder zu Weihnachten ein paar Weihnachtskugeln. So können Sie ihn besonders lange genießen. Wir arbeiten mit diesen dekorativen Branchen. In diesem Zweige ist Eisen enthalten. Damit wickeln Sie die Zweige und den Stab. Sie können es mit Schnur befestigen. Sie können die Äste rundherum ein wenig locken. Du kannst ihn durch den Eisendraht biegen. Wir haben jetzt eine gute Grundlage geschaffen. Die Zweige machen es zu etwas ganz Besonderem. Nun geht es weiter mit dem nächsten Material. Flechten Sie inzwischen die anderen Zweige. Ich flechte sie dann noch tussendoor. En ich setze dann wenn nodig even vast met een touwtje. Maar je kunt het nu ook al een beetje ertussendoor flechten, omdat in het andere zit dan ijzerdraad. Dus je kan het misschien ook daar gewoon tussen vastmaken. Je geeft hem daarmee ook net wat meer body. Wenn du den Boden fertiggestellt hast, kannst du ihn mit den Händen noch etwas formen. Der Eisendraht macht ihn biegsam. Sie können diese schönen Zweige zwischen ihnen einklemmen. Sie haben eine schöne Form. Wir weichen die Blumen in diese Gläsern auf. Wir sichern es mit dem Eisendraht. Hier können Sie immer wieder neue Blumen hin anstellen.
Die Vasen sind bereits angebracht. Die Blumen werden später hin eingestellt. Jetzt bringen wir die Blumenzwiebeln an. Ich entferne die Blumenerde von den Zwiebeln. Sie können verschiedene Blumenzwiebeln verwenden. Die Blumenzwiebeln sind sauber. Ich befestige die Blumenzwiebeln mit Schnur. Dazu wickeln sie das Seil um die Blumenzwiebel. So bringen sie den Frühling in das Stück. Die Blumenzwiebeln sind gut verteilt. Jetzt füllen wir die Gläser mit Wasser. Dann teilen wir die Blumen in sie ein. Ich verwende verschiedene Arten von Blumen. Achten Sie darauf, dass Sie die Blumen schräg anschneiden. Dann verteile ich die Blumen auf die Vasen. Das sieht schon sehr schön aus. Wir fügen auch einige Schmetterlinge hinzu. Sie teilen diese auch in dem Stück. Also haben wir ein ganz besonderes Blumenarrangement gemacht. Sie können es lange genießen. Sie können sie jedes Mal aktualisieren. Sie werden lange Zeit Freude daran haben. Möchten Sie dieses Blumenarrangement selbst anfertigen? In der Beschreibung finden Sie einen Link, über den Sie das komplette Paket bestellen können. Oder gehen Sie auf www.onlineblumist.nl. Wir liefern auch nach Deutschland. Hat Ihnen dieses Video gefallen? Dann gebt ihm einen Daumen hoch oder hinterlassen einen Kommentar. Wenn Sie etwas lernen wollen, lassen Sie es mich wissen, damit ich es in ein Video einbauen kann. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie mir auch auf Instagram oder Facebook folgen. Und dann möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken und mich beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!